Ja, hallo, herzlich willkommen hier beim Rennsimulator mit dem Marcel und dem Kellerkind. Hallo zusammen. Hallo. So, wir wollten ja hier meine Butze hier ein bisschen umbauen. Dafür muss erstmal hier alles raus. Ich habe hier schon mal angefangen, meinen Pickup hier zu beladen. Du bist gerade und holst den LKW, ne? Bin da. Oh, bist schon da. Für die ganzen Utensilien. Die Na, da ist auch Baum. noch Holz drin. Warte mal, das lade ich noch aus. Und Brauchen wir ja. den Käse, den ich jetzt verlade, will ich einfach nur verkaufen. Weil, wenn gute Preise sind, wir haben ja auch noch den LKW voll. Den anderen. Aber ich glaube, jetzt kriege ich schon mit dem Probleme. Mit der Soll ich den Höhe. ganzen Käse auch da rein tun oder willst du ihn erstmal hier so liegen lassen? Den würde ich erstmal da liegen lassen. Also, ich verstehe nur nicht, warum ich jetzt hier nichts mehr draufpacken kann. Komischerweise bin ich doch schon zu hoch. Hier kriege ich nichts hin. Hier kriege ich noch was hin. So. Du, Ja. was? Oh, nee, dann geht die Lampe wahrscheinlich weg, ne? Wenn wir hier die Seite wegnehmen, geht das schon? Kannst du probieren. Wenn du Glück hast, bleibt die Lampe. Ich hatte einmal eine Lampe, die hat noch bei mir so Ja, ein bisschen in der Luft geschwebt, als bei mir ich. auch. Weil dann kann ich hier besser aufladen. So, der Schrank ist auch leer. So. Wird aber immer schwieriger. Kann ich hier vorne noch was hinlegen? Ne, da geht's nicht. So, dann lege ich den erstmal dahin. Ich glaube, wir müssen noch irgendwie gleich was holen, wo wir den Käse noch reinpacken. Oder ich fahre einmal runter, verkaufe den eben schnell. Oder auch hier auch in den LKW rein. Ich nehme jetzt gerade auch die Milchkanne Achso. einfach mal und pack die hier in den LKW. Soll ich ans Fenster fahren? Nö, ist okay so. So viel habe ich jetzt nicht mehr. Ich muss mal in der Ego-Perspektive. Dann habe ich den Käse nur mitten vors Gesicht. So. Da ist leer. Hier sind aber noch welche. Die sind reif noch. Die müssen wir als letztes jetzt wegnehmen. Aber wir können ja erstmal alles drumrum machen. Das ist dein Gebäude, das lasse ich dich gleich abreißen. Dann den Käse hier noch, zack. Glaube, da will eine Kuh ausbrechen, oder? Den kriege ich noch da drauf. Müsste ich doch den anderen auch noch da drauf kriegen. Da war gerade ein Punkt. So. So, wir hatten schon mal drüben ein bisschen angezeichnet, so wie wir es haben wollen. So, der LKW soll hier quasi so mit der Rampe wie drüben. Und ein Feld bisschen größer. Und das war's. Ne, du bist. Wie viel habt ihr denn noch? Noch 20%. Gut, dann kann ich. Auch die kann ich auch. Ups. Den unteren erst verkloppen und dann den oberen. So, lassen wir die Lampen noch hängen. Jetzt wird's laut. Der Schrank ist leer, ne? Ja. Müssen alle leer sein, bis auf da, wo noch gereift wird.
So, Tisch kommt auch weg. Hätten wir vielleicht den Pool-Link machen sollen. Zack. Gucken wir mal. Nee. Ein paar Prozente. Seite. So. Gucken wir mal. Oh, die Wand geht mit weg. Ja, irgendwann verschwinden größere Sachen, also wenn da die Wand nicht schweben könnte oder so. So, dann könnten wir hier schon ein bisschen anzeichnen. So, so. So, so. Ja, achso, der Schrank, der ist noch mit dem Käse. Ja. Das ist echt noch die Frage. Du könntest ja wirklich noch mal irgendwie einen nach vorne gehen, wenn du wirklich möchtest. Weil dann bist du ja trotzdem auf Höhe des Zauns hier. Also wenn du wirklich den Platz brauchst, ich weiß ja nicht, ob wir da dann auch, wenn wir wirklich mal viele Milchkannen haben, ob wir dann die einfach mal bei dir auch stehen lassen, dass sie nicht so draußen stehen oder nur so. Das Problem ist natürlich, dann wieder das mit dem Dach hinzukriegen, ne? Bei ja, zwei. Bei zwei ist und bei ungerade kriegst du dann das Dach nicht vernünftig zu. Ja, oder du machst halt. Du machst halt das in der Mitte dann, gerade ist, also dass du so rechts und links geht's hoch und mittig ist es. Nee, klar. Also ich bin ja schon zwei Felder größer. Sogar wenn er im Prinzip ja auch so drei Felder größer. Das reicht. Ja, ich dachte, ja, vielleicht für Milch kann halten oder so, dachte ich, dass man da vielleicht welche unterstellen kann dann. Ja, aber du packst den Käse dann in den Dings, in dem LKW rein. Würde dann hier sagen, wir nehmen, wo ist jetzt außen hier? Hier eine Zuwand, da kriege ich noch nicht. Ja, da ist halt die Frage, Machen. willst du die Tür dann hier haben, wo du sie jetzt hast, oder lieber einen rüber versetzen? Nee. Ich würde sagen, da wo sie war. Also nicht rüber versetzt, sondern. So, da kann Fenster hin von mir aus. Hier kann zu, da kann zu. Hier würde ich dann eins mit Fenster nehmen. Fenster hier. Nach da. Ja, ich würde bauen dann, wenn du jetzt gerade schon anzeichnest, oder willst du noch erst überlegen? Nö, nö, also. Kann ich einsetzen? Ja, also dann kann ich hier auch drauf. Kriegt man da was hin? Ich glaube nicht, weil kein Ding fehlt. Ne? Hier, nur so, ne, so wollen wir es nicht. Das soll da offen bleiben. So, hier, das hier, Ja, wo wo ich der gerade LKW. stehe. Ich weiß nicht, wo du jetzt stehst. Ich habe die Dings. Nee, da sollte zu. Hatte ich da nicht eine Wand eingezeichnet? Nee, also bei mir noch nicht, deswegen frage ich, dachte ich, da meinst du. Jetzt kriege ich hier gar keine Wand eingezeichnet. Vielleicht wegen dem Zaun. Dann nehme ich den mal weg. So. Kannst Passt. ja durchhüpfen, kannst ja durchhüpfen. Muss ja gar nicht außen rum gehen. Ich muss erstmal das Eisen wieder wegnehmen, sonst. Aber hier hatte ich doch schon eine Wand hingesetzt, oder? So, noch da sollte auch eine zur Wand hin. Willst du hier dann offen lassen oder Wo?
Also beim LKW willst du offen lassen? Ja. Da würde ich keine Tür nehmen. Das, aber das kann ich mir ja immer noch überlegen. Oder willst du hier eine Tür hinmachen? Hier. Oh. Du könntest ja auch diese oder? Beiden Vollwände, könntest du ja auch halbe Wände machen, wie ich das gemacht habe. Dann kannst du hier wirklich eine Tür zumachen. Ja, dann lass die erstmal noch so. Also dann hier mal das noch abreißen. Kannst ja auch gerne schon mal neu anzeichnen, dann mache ich dir auch direkt eine Treppe dahin. Ah, abgerissen. Ja, sag ich ja. Geht zu schnell. Aha, und wieder Holz verschwendet. Ja. Angezeichnet. Nein, Wand nicht. So. Treppe. Ach, kann ich ja erst, wenn die Tür da ist, oder? Ne? So. Vielleicht ist dein Auto auch im Weg? Ne, passt. So, war das jetzt hier? Da sollte einer mit Fenster hin. So. Ja, wie, was sagt der Käse? Achso, ich bin nur gerade am Holz hin und her. Okay. Ja, weil ich glaube, wir brauchen noch Holz. Wir haben noch fünf Pakete, glaube ich, Holz nur noch. Also dann kannst du ja gleich verkaufen fahren. Ich hole nochmal neues Holz. Mhm. So. Du brauchst ja für die Schränke auch noch einiges wieder. Ja, ja, für die Schränke brauche ich auch wieder. Tische. Tische kosten, glaube ich, 9 Holz sogar pro Tisch oder so. Das ist gar nicht mal so günstig. Aber holen wir. So. Den Schrank kann jetzt weg. Und da hätte ich dann gern einen mit Fenster, schätze ich mal. Ich glaube, wir haben beide gleichzeitig gedrückt, so hörte sich das bei mir an. So. Dann fahre ich verkaufen. Wie viel Dach kriegen wir nicht mehr drauf, ne? Könntest du jetzt schon machen, aber ich hole ja auch gerade Holz. Ja gut, ich verkaufe den Käse eben. Dann sind wir beide mal kurz weg. Und bitte dann auch einmal das Wildfleisch, was da alles schon auf dem Trigger liegt. Ja. Werde jetzt einfach das verkaufen. Egal, welchen Multiplikator da ist. Ob einer ist. Muss ich den wahrscheinlich erstmal wegmachen, ne? Ich habe ihn ganz an den Rand gelegt. Ach so. Ja, gut. Hier liegt auch noch Holz, ne? Ja. Ein paar Baumstämme. So, was haben wir denn? Quark, Wildfleisch. Guck mal, Wildfleisch. Ei, 1,6. Ja, gut, Ei haben wir jetzt gerade nicht, aber Wildfleisch nimmt man mit. Die 0, oder die Prozente dafür. Alles verkaufen. 4.000 wieder. Ja, und 500 habe ich jetzt fürs Holz ausgegeben. 500, okay. Ja, für 16 rein. Also für 16 mal 8. Hier läuft eigentlich sehr viel Tier rum, oder? Meine ich das ja nur? Nee, ist auch so. Ich sehe auch jedes Mal Tiere, egal wo ich lang fahre. Aber eine Zeit haben wir ja gar nichts gesehen, ne? Ja, richtig. Ich glaube zum Anfang, wo die Rentiere neu waren oder so. Wir waren ja auch schon lange nicht mehr jagen und um die Population kümmern. Also ein bisschen Holz liegt schon in deinem Haus drin, also noch ein paar Holz. Ja, ich zeichne Paket weiter an. Ich würde die
auch wahrscheinlich Zuhörwände lassen. Dann würde ich hier auflassen, dann würde ich eher die Zuhörwände nehmen. Ich will mal gucken, ob ich da ein Dach drauf kriege. Wo sind die? Das kriege ich hier ein Dach drauf? Ja. Dann jetzt hier schräge bauen. Nee. So. Noch ein Rückweg. So. Komm. So. Ich den hier. So. Ja. Und nee. Die Dächer war jetzt Holzdach, da ist es. So, 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 so. Na, dreh dich. So. Und so. Also, kann es sein, dass ich habe die Blaupause jetzt alles zugemacht, ne? Es wird schon leiser. Okay. Ja, vielleicht, weil das irgendwie schon anfängt zu simulieren oder so. Ich weiß gar nicht, ob... Warte mal, passt das? Weißt du, ob das Dach passt, was hier über den LKW geht? Von der Höhe? Ja, hat doch bei dir drüben auch gepasst, ne? Wenn nicht... Ich hab da gar keine... Hast du da nichts drin? Achso, ja. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube nicht über dem LKW, ich glaube nur hinten am... Ne, das passt. Das, ja. Weißt du, da hat noch 10 cm Luft, also... Und wenn wir den beladen, dann wird der auch schwerer. So. Moin. Oh, hier ist er doch. Sind noch sehr. Jo, aber hier ist doch noch sehr viele Fenster drin. Ja, gut, aber. Oh, hast schon Besuch. Oh. Oh. Hallo. Feierst du schon Einzug? Nee. Ich noch niemals richtfest. Soll ich den Baum mal wegmachen, dass er da nicht reinragt? Ja. Oder willst du den aus deinem einen Fenster sehen? Nee, kannst ruhig wegmachen. Vielleicht kommt daneben einer hin oder so. Man weiß ja gar nicht. Baum fällt. Ja, mitten im... Zack. Hier drücken. Zack, zack, zack. Ich glaube, wir werden irgendwann überall so viele Baumstämme finden. Läuft mir aber hinterher irgendwie da tun. Vielleicht hast du Futter in der Tasche. Ich glaube, das mit dem Dach passt, glaube ich, nicht. Ist der LKW jetzt ein bisschen umgekippt oder ein bisschen schräg? Nee, den habe ich so hingestellt. Okay. Weil ich das ja nur testen wollte, ob der drunter passt. Also ich habe den jetzt nicht genau geparkt gehabt. Mhm. Achso, Moment, das ist ja auch der falsche, ne? Den wollen wir gleich gar nicht. Wollen wir den anderen haben zum Ausladen. Ja, da ist ja noch jede Menge Käse drin. Aber ging doch recht fix, ne? Ja. Gut, jetzt müssen wir noch... Was machst du denn jetzt? Ich glaube, du hast aber oben die Wände falsch gemacht, falsch rumgedreht an den Dreiecken oben am Dach. Also zumindest hier, wo der Hänger steht. Das könnte sein. Ja, die sind verkehrt herum. Ja, aber macht doch nichts, oder? Optisch sehen sie von innen so besser aus. Und von außen siehst du es nicht. Ich hab's von außen gesehen, deswegen ist es mir aufgefallen. Kriegen wir die dann nochmal gedreht. Aber wenn ich die wegnehme, meinst du, die bleiben? Aber eigentlich müssten die ja... Den habe ich ja auch als letztes gebaut, ne? Ja, die bleiben. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt einmal das...
Andersrum. Dann so. 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 Müsste aber jetzt richtig sein. So, bist du jetzt zufrieden? Ja. Der Herr? Ja. Gut. Ja, das verfluchte Huhn. Hättest du mir ein Ei hingelegt, hätte ich ja mich noch drüber gefreut. Aber hier einfach Scheiße zu hinterlassen. So, wie... Jetzt gucken nach den Schränken. Tische kommt noch nicht. Wo haben wir die hier? Gucken. Das passt. Pi mal Auge. Wie stehen die? Würde sagen, ganz okay. Zack. Also, wie gesagt, hier kriegen wir auch noch einen hin. Die Tür, die blockiert uns dann ein bisschen. Aber wenn wir... Gucken wir mal, wenn wir die nochmal wegnehmen. So, beide weg. Kriegen wir die so weiter darum? Ja. Kriegen wir keinen oben? Doch, doch, da war noch ein Triggerpunkt. Oder ich weiß gar nicht. Oder? So. Wenn wir jetzt hier vorne nochmal einen machen. Möglichst nah ran. Bewegt sich. Das würde doch... Sieht zwar von hinten nicht gut aus, aber wie gesagt, da ist eh die Klappe vom LKW. Dann können wir die auch so verdecken. Und dann haben wir immer noch genügend Freiraum, hier rumzulaufen. Und Kühe, ich habe genauso viel... Bitte? Kühe wollen keine Milch mehr geben. Okay. Ist vielleicht zu kalt. Ich habe jetzt aber von 7 Kühen Milch bekommen. Okay. So, also jetzt habe ich schon genauso viele Schränke, wie ich vorher hatte. 7 Stück. Ja, und einer war ja so provisorisch Tisch und Schrank. Ja, ja gut, den habe ich hier auch noch. Gucken, dass ich dann noch Tische, wo sind die? Hast du mal geguckt, wenn du hier eine Tür reinmachen wollen würdest, hier wo die Schränke sind, ob das noch passt? Mach doch mal. So, hier. Oh, eng. Enge Kiste. Also ich denke mal, mit Tür hier nochmal irgendwann, das geht dann nicht mehr. Ach so, ja, gut. Hätte aber fast klappen können. Hätte fast klappen können, ja. Aber ist deswegen, sag ich mal, sonst hättest du die Klappe hier ganz Zeit gesehen. Und so kann ich auch noch einen daneben stellen. Nur, wenn ich die beiden hier wegmache, dann könnte ich auch ein ganzes Stück rübergehen. Was ist denn, wenn du nicht, wenn du hier vielleicht. Könnte ich hier eigentlich, noch, warte mal. Oder hier, guck mal. Hm? Wenn du hier eine normale Wand draus machst. Was wäre denn, wenn du hier die komplette Reihe nimmst, hier die Tür vielleicht hinmachst und einfach diese komplette Reihe doppelt hoch nimmst? Da kriegst du doch bestimmt 5x2 hin, oder? Frage, warte mal. Da kannst du hier alles, was hier mit den Fenstern ist, kannst du irgendwie zum Bearbeiten nehmen. Und hier hast du eine ganz, hast du eine
Wandreihe. Ja, aber ich glaube, der Schrank ist tiefer als die Tür, oder? Ja, nee, ein bisschen. Passt, aber. Ja gut, auch wenn du jetzt die Türen aufmachst. Kommt doch an, in welche Richtung. Ich würde vielleicht dann hier links anfangen. So irgendwie, warte mal, wo sind die drunter? Ganz unten, oder? Komm, die Tür machen wir einfach rein. Scheiße! Schon wieder was kaputt gemacht. Ach du Heiliger! Ja, das Tool geht schneller als man denkt. So. Zeichnest du? Da war Wand. Und da war auch eine Wand. Aber hier kannst du ja ein Fenster machen. Wenn du jetzt hier kein Lager machst, kannst du hier sogar ein Fenster auch hinmachen. Ja. Und okay. Dann würde ich eher hier aus der Wand eine Feste machen. Aus dem Fenster hinter uns. Soll ich mal einen wegmachen hier? Ja, mach du mal. Ich bin da so fix. Und hier hätte ich dann eine richtige Wand rausgemacht, wenn wir hier eh nur Schränke vorkommen. Ja gut, wenn du da ein Dings machst, würde ich das auch machen. Ach, da macht er auch das Dach weg, okay. Ja, macht er. Hast du gerade noch die Sachen offen fürs Haus? Nee. Oh ja, warte, geht ja schnell. Bauen. Hier Fenster. So, ne? Ja. Dann gucken wir nach Dach. Da schreit doch irgendwas. Irgendeine Kuh hat gerade geschrien. Vielleicht hat die gekalbt? Kann sein. So, liebe Freunde, das war's erstmal vom neuen Domizil hier auf dem Rennsimulator. Mit dem Kellerkind und dem Marcel. Ciao. Ciao. Sind da doch einige Kühe schon hier? Die Fleischproduktion, die läuft wieder. Ja, muss erstmal weiterverarbeitet werden. Du hast aus? Nein, ich hab nicht aus.